Es waren schon ganz schön harte Brocken dabei. 100 Mario-Herausforderungen auf schwierig. Du, Barrel! Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Fox! Okay, aber was tun? Es muss ja einen Grund haben, dass es auf Schwierigkeitsgrad schwierig steht. Ja, super positioniert, ey. Welche nehme ich nun? Du, Barrel? Hallo? Gerade die letzten Level waren echt heftig. Jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig. Ach du Schande. Aber ich habe ja noch ein Fox-Kostüm. Ich kann mich doch nochmal treffen lassen. Da. Hier war doch geiler Stuff. Hier ist geiler Stuff. Frag mich nur, was es bringt. Da muss man rein irgendwie. Zu der Blume kommt man gar nicht. Drüber laufen kann man nicht. Hä? Geiler Soundfile. Ne, ich habe noch nicht ganz gerafft, wo wir hin wollen und sollen. Ja, noch wie Fox auf dem Super Nintendo gesprochen hat. Finde ich eigentlich ein bisschen lame fast schon. Kommt man die Sterne dran, aber wo geht's eigentlich hin? Nehmen eine neue Blume. Ja. Ich nehme erstmal die, da ist ja noch eine Wolke, aber bringt's nicht. Verdammt! Ich wollte nur wissen. Also hier rechts unten geht's weiter, definitiv. Ist ja klar, ich will mich halt umschauen. Nehmt mir das nicht übel. Ja, verdammt, nur noch 50 Leben. Könnte echt knapp werden. Aber wir hatten ja im letzten Part diesen 10-Sekunden-Level. Ja, das, was wir in 10 Sekunden hätten schaffen sollen. Und irgendwie habe ich den als fast unlösbar angesehen. Schaut einfach selbst, wenn ihr es nicht gesehen habt. War aber auch eine ganz schöne Hausnummer, du. Hausmarke, Hausnummer, wie man möchte. Nimm mal den hier. Was gibt's? Ach, ich kann das so ohne weiteres kaputt machen. Warum ist der Level auf schwierig? Fox McCloud hat's geschafft. Manno. Eigentlich ziemlich einfach. Was wir da schon für Kaliber hatten. Okay, Level Nummer 10. Oh, es sieht schon nach der Zielgeraden aus, könnte man meinen. Hit It Right von Tobi aus Deutschland. Oh nein. Und warum ist es wie ein Luftschiff? Okay, es ist ein Luftschiff. Ich habe noch nie ein SMB 1 Luftschiff gesehen, deswegen habe ich gerade ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Kommt der zurück? So. Bom! Ich merkte nur, hat jemand Spaß gehabt mit den Effekten. Yes. Naja, gut. Hau ruck! Und jetzt? Was zum Teufel? Ich brauche irgendwas. Hit it right. Nice. Der muss ab und zu mal sein für die Quote, so ein Fail. Jetzt packe ich mal wieder meinen Skill aus. Ja, das ist ja kein Ding. Nur mit was können wir das schaffen? Bomben? Muss ich die Bombe ganz schnell dahin schaufeln? Das ist doch Schwachsinn, oder? Ah. Ja, der gute Mario. So viele Spaghetti Bolognese, da ist die Erdanziehungskraft gegen dich, ehrlich. Let's see. Dass ich nicht daraus lerne, ne? Ich habe schon einen Nachteil. Muss ich euch mal sagen. Das ist mein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe schon einen Nachteil. Das muss ich euch mal sagen. Das ist mein Kurzzeitgedächtnis.
habe schon einen Nachteil, das muss ich euch mal sagen. Spaß. So, schon clever gemacht. Da denkst du, wegen dem verdammten Dings, das wäre alles. Pillepalle. Und nu? Da ist das Ziel. Et voilà. Aber was soll da unten der P-Switch dann? Ich glaube, das soll einen nur verwirren. Bist du auf der Suche rauszufinden, wie du da drüber kommst und du hast keinen Peil, dass ein Stern da oben versteckt ist. Und versuchst irgendwie mit dem Panzer vielleicht an den P-Switch ranzukommen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Goomba Rain von Dario. Oh, der hat einige tolle Level gemacht. Ihr seht, da sind einige gestorben. Ne, der hat ein paar Automatik-Level gemacht. Was? Oh nee, ey, kein Kaizo-Style, please. Ich bin ja für vieles zu haben. Ja, ich muss erstmal die Sprünge richtig timen. Ich komme ja gar nicht in den Rhythmus. Ich sehe schon, dass der Sprung da optimal sitzen muss. Ich frage mich nur, wie. Wie soll das gehen? Hat ein bisschen was vom Automatik-Level, wenn man erstmal drin ist. Oh no. Ey, wenn du den erstmal geschafft hast, heftig gut. Es ist aber nicht so einfach, den Rhythmus die ganze Zeit identisch beizubehalten. Aber wenn man es schafft, so wie ich es gerade getan habe, dann ist es nice. Dafür bekommt er einen Daumen. Einen Stern. Ihr könnt ja auch einen Daumen geben zum Video. Und wie immer eure Meinung zu den Leveln in die Kommis. Nummer 12. Irgendwie deutlich einfacher als die im letzten Part. Bullet Bill's Journey. Wir brauchen den Kugel-Willi. Am Ende. Wir müssen dem folgen. Was zum... Ah ja. Es geht ja, aber... Nicht so ohne weiteres. Eigentlich muss ich zurück. Wir brauchen noch einen Kugel-Willi. Lass dich halt treffen, was soll das? So, Kugel-Willi. Es geht ja. Am Ende musst du groß sein, ey, dann krieg ich die Kretze. Beeilen ist angesagt. Nee, ich würde die Panzer nicht losschicken. Das bringt dir nur Unrat. Was zum... Fast keiner stirbt an der verdammten Piranha-Pflanze. Aber ich schaff das. Hoffentlich bin ich nicht zu schnell für den. Jetzt kann's immer geben. Ich war zu schnell für den Guten. Auf geht's. Ach, jetzt habe ich... Ist er noch da? Er ist noch da gewesen! Fuck. Wir probieren es einfach mal. Es ist schwierig zu sagen. Also wenn, dann ist am Ende echt das Timing gefragt. Aber wenn der Level schon so heiß, dann muss es das bedeuten. Wenn der Level nicht so heißen würde, hätte ich gar nicht drauf gepocht. Naja, jetzt brauchst du viel zu lang. Konzentration. Warum so schnell? Was geht denn mit dem ab auf einmal? Aber ich falle langsam vom Glauben ab, dass wir den wirklich brauchen. Ich meine, check das doch mal. Nicht so schnell. Check das doch mal aus. So, ein bisschen warten auf den Klappspaten. Verdammt! Achso, aber der Kugel-Willi ist weg! So,
Ist euer fucking Ernst? Solange wir den am Ende nicht brauchen, soll es mir halt recht sein. Cooper. Da muss man schnell den... Das muss alles schnell ablaufen. Er hätte doch einfach ein Scrawling-Level machen können. Das würde ich gerne als Scrawling-Level probieren. Was zur Hölle ist mit euch nicht richtig? So. Was geht eigentlich? Ja, ja, die Sterne zum Trollen. Hier wäre ich jetzt auch fast auf und drauf gejumpt. Man muss den behalten. Das ist doch der Witz hier. Aber ich bin zu schnell. Der kommt noch. Der kommt gut. Wo ist der Cooper? Aha, der ist zu lahm. Feind? Finally. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Selbst wenn man das schafft, wie eben, das am Ende mit dem Sprung so extrem nice hinzukriegen. Boah, Alter, ich bin da schon motiviert, aber... Meine Marios gehen zur Neige. Eine saubere Idee. Eine saubere Idee. Kann passieren. Ja, kein Wunder, dass es kaum jemand schafft. Das ist ein richtiger Hardcore-Level. Aber innovativ. Aber innovativ. Jetzt fehlt mir die Zeit. Einmal bin ich richtig schnell super nice durchgekommen, ne? Es waren noch Zeiten. Der ist noch da. Alles im Griff. Und hier kann man ja selbst die Geschwindigkeit dann wieder regulieren. Das ist gut. Das ist nicht so schwer. Das Blöde ist jetzt halt... Das ist mies. Im dritten ist der Cooper. Gib Stoff, Alter! Hab's wieder geschafft. So. Wie soll das bloß funktionieren? Oh, fuck. Gerade so. Nur zwei Versuche später. Einmal bei den Panzern abgekackt. Okay, aber super fordernd. Was dabei gedacht? Heftig. Gib noch ein Sternchen. Danke, Derni. Macht aber Spaß. Spaß. Spiel Spaß und Spannung.